Berlin. Hey. Also, Sascha, komm mal kurz her. Guck mal, ich zeige dir mal, was da los war. Ja, das will ich auch nicht. Ich glaube, das geht schon. Ja, wie manche von euch mitbekommen haben, waren wir ja am Samstag nach Berlin gefahren zur bundesweiten Mahnwache. Und ja, vielleicht erzähl einfach mal ein bisschen, was wir gesehen haben. Also, es war erstmal total überwältigend, wie viele Leute da überhaupt zusammenkommen. Und das bei mindestens 30 Grad. Und dann sich das Ganze über Stunden geben, es war so gegen 9, als die Hitze erst nachgelassen hat. Davor war es schön sonnig, sage ich mal. Ne? Und ja, also alle Nationalitäten, jung, alt, wirklich verschiedene Religionen, das Hautfarben etc. Also man hat wirklich alles da gesehen und alle waren sich in einem Punkt einig. Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit. Und das war... Ich meine, das, was ich so gesehen habe, ich schätze mal so an die 5000 Leute. Und ich hatte keinen großen Überblick, weil manche sagen sogar 7000, kann ich nicht einschätzen. Aber 5000 waren es bestimmt. Und das muss man sich mal bewusst machen. Diese ganzen Menschen, Multikulti, wirklich, die waren für eine Sache da. Und zwar, wie soll ich sagen, für das Grundbedürfnis von Harmonie, ja? Mit dem ganzen Planeten. Und das war echt überwältigend und ich bin froh, dass ich da hingefahren bin und ich denke mal, das wächst auf jeden Fall. Das hätte man können, wenn man rechtzeitig... Ja, auf jeden Fall. Also das war die Hammeraktion. Auf jeden Fall. Also wir sind auch da so ziemlich ohne Plan hingefahren. Wir haben das dann auf die letzten Tage dann so geklärt. Wir hatten keine Unterkunft gepeilt und wir sind sehr gut durchgekommen. Wir haben gar nicht mal so viel Geld gebraucht. Ich glaube, ich habe 80 Euro ausgegeben für die komplette Fahrt und alles drum und dran. Also es ging wirklich und da haben wir dann abends so am Potsdamer Platz waren wir dann noch und wie gesagt, es sind dann auch während der Demonstration in Berlin eine Palästinenser-Demo ist noch gekommen mit mindestens 200, 300 Mann haben sich während der Demo uns angeschlossen, sind aus allen Ecken sind verschiedene Demonstrationszüge gekommen, also es war heftig was los. Ich habe auch Videos gesehen, also von denen dann aus der Perspektive von den Palästinensern und man hat da gar nicht gehört, was aus den Boxen geredet wurde. Also Ken hat dort gesprochen und auf einmal kommen die alle und das war echt super Aktion und es gab keinen Streit. Also es waren so viele Leute, es war so heiß, aber es gab keinen Streit. Und danach waren wir dann halt noch so am Potsdamer Platz und wir hatten noch keine Unterkunft halt so geklärt. Und da haben wir 20 bis 30, noch nicht mal, oder? So 10 bis, zwischen 10 und 25 Hamburger getroffen. Die haben dort auf der Wiese gechillt. Es war dann so 2, 3 Uhr nachts. Also, und wir wussten halt noch nicht so richtig, was wir machen. Wir haben dann auch eine Unterkunft angeboten bekommen vor Ort. Haben wir aber dann nicht wahrgenommen, weil wir wollten dann halt mit denen da chillen. Und dann waren wir dann dort am Potsdamer Platz halt auf einer Wiese und haben dort halt die ganze Nacht unter freiem Himmel mit... Weißt du, so circa 10, 15 Leuten dann. 20. Ja, 20 können es auch gewesen sein. Und wir haben uns dann mit der Mahnwache in Hamburg auch ziemlich ausgetauscht. Und ich kann euch sagen, auch wenn das, wie viele Kilometer sind es nach Hamburg? Ja, ist schon ein Stück, ja. Aber egal, wie viele Kilometer das sind, ja, die Leute, die sind genauso wie ihr. Ohne Witz, also ihr hättet... Genau so sieht's aus, wie Brüder und Schwestern, obwohl wir uns noch nie gesehen haben, ja. An dieser Stelle auf jeden Fall Gruß nach Hamburg, nach Kiel, alle, die sich dort versammelt haben, nachts noch. Das war der Hammer. Wir haben dann einfach unter freiem Himmel gesessen, bis es wieder hell war. Manche haben geschlafen, manche nicht. Schon eine coole Aktion. Und ja, es hat auf jeden Fall begeistert, also es war sehr viel los. Und es waren auch Leute, jemand war aus Amerika dort, hat auf Englisch zu den Leuten gesprochen. Das ist sowas, glaube ich, wie hier in Deutschland Ken FM, halt so ein Reporter, der ist dann aus den Staaten zu uns, hat dort auf Englisch gesprochen, er wird die Sache in den USA verbreiten. Er hat uns von tausenden Demonstranten in den USA erzählt, die sich uns genauso anschließen. Ich habe auch gehört, es gibt eine Mahnwache jetzt schon in Gran Canaria. Also, ja, dort waren Schweizer, Österreicher, Belgier sogar, also... Das war der Hammer. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was ich... Es gibt so viel zu erzählen von dort. Wie bitte? Wie groß die Familie
Familie. Wie groß die Familie ist. Und das waren nur die, die es dahin geschafft haben, bei der Hitze und bei dieser, naja, schon relativ kurzfristigen Aktion, ne? Ja, gut, zwar so viele Einflüsse, ist halt schwer, das alles so zu machen, aber ja, es war leichter als gedacht, so. Wir kamen auf jeden Fall klar, weil wir viele waren, die derselben Meinung sind. Und genau. Da gab es auch Leute, die haben uns gefragt, ob wir hier in Saarbrücken einen Anlaufpunkt hätten, wo Leute wie wir sich treffen könnten. In Berlin wäre das normal, da gibt es 2-3 Häuser, die besetzt wurden. Also die Idee, ein Haus zu besetzen, ein näherstehendes Haus, also mir gefällt die echt gut, Alter. Und ja, heute Mittag haben wir uns auch ein bisschen Gedanken gemacht, die Angie und ich schon kurz telefoniert. Und der Stefan hat es eben auch schon angesprochen, also wir wären dafür. Ist doch jetzt, hört sich das krass an, ja. Aber wer ist krass von euch? Wir wären dafür, ja, morgen an der Saar unsere Zelte aufzuschlagen und dort zu kampieren. Wir können alle noch zur Arbeit gehen, ist ja okay, aber wir pennen dort, wir sind dort. Solange bis es soweit ist, dass wir ein Haus gefunden haben vielleicht. Ich weiß nicht, also ich würde es einfach mal wagen, ein großes Zelt aufzubauen an der Saar. Was soll schon schief laufen? Seid ihr dabei oder was? Ja? Also machen wir mal das, morgen oder was? Hä? Ja, morgen. Was ist los? Ja, morgen Zelt aufbauen. Wir haben ein Bier, ist Angela. Wie groß ist dein Zelt? Für wie viel? 10 Mann kriegen wir doch schon mal runter. Ja, egal, du kannst schon dann übermorgen kommen, wir sind ja da. Ja, hier unten, wir suchen uns einen Platz an der Saarwiese und tun dort kampieren, dann sind wir dort. Da kann man dann von der Insel hin neben dem Kraftwerk. Insel neben dem Kraftwerk. So weit weg. Setzen wir die Stück für Stück. Ja, ein bisschen zentral halt, wäre cool. Das kann man ja noch besprechen. Das kann man noch besprechen, aber ey, ihr seid geil. Leute, also machen wir das, oder was? Ja, sind wir Aktivisten, oder was? Yeah, wir sind Aktivisten. Gruß an alle Städte. Wenn wir das können, dann könnt ihr das auch. Wir ziehen das einfach durch, Mann. Und wir müssen nichts planen. Das geht von ganz alleine. Nach und nach. Cool. Ja, gut, dann sind wir jetzt hardcore. Ja, ey, guck mal, die bomben einfach weiter. Ist doch denen scheißegal, was wir machen. Wir müssen weiterkommen. Wir müssen noch mehr Pläne aushecken. Wir müssen dort irgendwas machen. Wir connecten uns mit den anderen Städten weiterhin. Wie gesagt, in Hamburg habe ich jetzt ein paar Connections geschlossen. Nach Mannheim auch 1-2, nach Kiel 1-2. Und da kann man ein bisschen was starten mit denen zusammen. Die sind alle kooperationsbereit. Sie haben alle Bock. Am liebsten würden die auch mal nach Saarbrücken kommen, haben die gesagt. Aber es ist halt so weit, montags darüber. Aber ich habe gesagt, nächstes Mal treffen wir uns wieder in Berlin. Und dann tun wir kampieren und ich hoffe, alle von euch werden dabei sein. Das wird der Hammer, Leute. Ihr habt echt, ihr hättet euch gefreut, ich hätte mich gefreut, wenn ihr alle da wärt. Das war echt der Hammer, Leute. Das war echt krass. Ja, ich glaube, mehr habe ich heute nicht so wirklich zu sagen. Ja, ich bedauere es immer noch halt mit den Bomben und so überall. Es ist schon echt schrecklich. Wie bitte? Banane. Banane hilft gegen gar nichts, ne, Mann. Und zwar an alle, die hier einfach so vorbeigehen. Leute, was man sich bewusst machen sollte, ja? Ich meine, man braucht sich ja nur umzugucken. Es finden immer mehr Kriege statt, ja? Also immer mehr. Und es ist schon ordentlich an Kriegen. Und es finden immer noch immer mehr Kriege statt. Und hierher wird das auch irgendwann kommen. Deswegen, ihr könnt nicht einfach so vorbeigehen. Weil die Kugeln, die werden auch nicht an euch vorbeifliegen. Und die Bomben werden euch auch nicht meiden. Das müsst ihr euch mal klar machen. Ich finde mit dem paar Wagen. Also, mehr habe ich nicht zu sagen. Ich finde, das spricht für sich. Ja, das war's. Melanie.